Ramadan, ein Monat von Anbeten, Dienen und Tätigkeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner erfüllten Schrift sagt, O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten wie dem Menschen früherer Zeiten vorgeschrieben, auf dass ihr Allah fürchten möget. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Der sagte, demjenigen, der im Monat Ramadan aus dem Glauben heraus und der Hoffnung auf die Belohnung Allahs fastet, werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und nun zum Thema. Ramadan ist der Monat der Güte, Frömmigkeit und Wohltätigkeit. In ihm wird die Belohnung der Taten vervielfacht und die Seelen werden aktiver. Deswegen stellen wir dir eine verzögliche Sammlung von Hadithen und authentischer Überlieferungen vor, die von den verschiedenen Bereichen der Frömmigkeit und Güte handeln. Das Fasten ist eine der großartigen Elementarpflichten des Islam. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen gebaut, dem Bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten der rituellen Gebets, dem Entrichten der Zakat, der Bürgerfahrt und dem Fasten im Monat Ramadan. Fasten und Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah. Allah, der Erhabene, teilt uns mit, dass das Fasten Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah herbeiführt und dass das Fasten dem Menschen hilft, sich vor den Gelüsten der Seele fernzuhalten. Allah, der Erhabene, sagt, O ihr, die den Glauben verinnerlichen, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es auch denen vorgeschrieben war, die vor euch gewesen. Vielleicht seid ihr ja demütig in Ehrfurcht gegenüber Allah. Das Tor der Fasten Ar-Rayyan. Von Sahl ibn Sa'd ist überliefert, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wahrhaftig, im Paradies befindet sich ein Tor, das Ar-Rayyan genannt wird. Durch dieses werden am Tag der Auferstehung die Fastenden eintreten und niemand sonst wird durch dieses eintreten. Jemand wird sagen, wo sind die Fastenden? Daraufhin werden sie eintreten. Jemand wird sagen, wo sind die Fastenden? Daraufhin werden sie durch dieses Tor hindurchgehen. Und wenn dann der Letzte unter ihnen hindurchgegangen ist, wird es geschlossen und niemand wird es danach durchschreiten. Die Tore des Paradieses werden geöffnet, die Tore der Hölle werden geschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wenn der Monat Ramadan anbricht, werden die Tore des Himmels geöffnet, die Tore der Hölle geschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Vergangene Sünden werden getilgt. Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer auch immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs im Monat Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Ferner überlieferte über Abu Huraira, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer auch immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs den Monat Ramadan im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Darüber hinaus überlieferte Abu Huraira, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer auch immer aus Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs die Nacht der Bestimmung im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Das Fasten ist Allahs und er belohnt dafür, wie es ihm bleibt, wie es ihm beliebt. Von Abu Huraira ist überliefert, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, Allah sagt, alle Taten der Kinder Adams gehören ihnen, außer dem Fasten, das mir gehört. Und ich werde es belohnen. Das Fasten ist ein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er geschlechtliche Beziehungen mit seiner Frau vermeiden. Und er soll Streit vermeiden. Sollte jemand ihn angreifen oder mit ihm Streit suchen, soll er sagen, ich faste. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Mundgeruch eines Fastenden ist Allah lieber als der Duft von Moschus. Der Fastende erfreut sich zweier Dinge. Wenn er sein Fasten bricht, freut er sich,
Und wenn er seinem Herrn gegenübersteht, freut er sich über sein Fasten. Von einem Ramadan bis zum nächsten. Von Abu Huraira ist überliefert, dass der Prophet Allah segnen und schenken wohl ergehen zu sagen pflegte, zwischen den fünf rituellen Gebeten und von Freitag zu Freitag und von Ramadan zu Ramadan gibt es Buße für das Begangene in den Zeiträumen zwischen ihnen, vorausgesetzt, es werden keine großen Sünden begangen. Ramadan ist zu euch gekommen, der Monat des Koran und der Reue. Lasst ihn uns zum Startpunkt der aufrichtigen Reue gegenüber Allah machen, damit diese unsere Sünden vergehen lässt und unsere Fehler und schlechten Taten auswischt. Da der Teufel im Ramadan angebunden ist und das Feuer der Gelüste durch das Fasten erloschen ist, ist die Macht der Neigung vergangen und die des Verstandes geblieben. Der Sünder hat keine Ausrede mehr. O Wolken der Unachtsamkeiten der Herzen, zerstreut euch. O Licht der demütigen Ehrfurcht gegenüber Allah und des Glaubens, gehe auf. O Seiten der Taten der Frommen, erhebt euch. O Herzen der Fastenden, fürchtet euch vor Allah. O Füße der sich anstrengen, wirft euch vor eurem Herrn nieder und verbeugt euch. O Augen der sich anstrengenden, fallt nicht zu. O Himmel der Seelen, halte ein. O Blitze der Sehnsucht, leuchtet für die Liebenden. O Sinn der Wissenden, weidet. O Eifer derjenigen, die etwas außer Allah lieben, begnüge dich damit nicht. Wenn sich die Sündigen in diesen Nächten unterwürfig hinstellen und sich an die Geschichten der Entscheidungen erinnern würden, wie o hoher Herr, und heil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht, so gib es uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergelt denjenigen, die Almosen geben. Dann würde er es ihnen bestätigen, keine Schelte soll es heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Wer nicht im Ramadan bereut, wann bereut er dann? Wer nicht im Ramadan zu Allah, dem Erhabenen, zurückkehrt, wann kehrt er dann zurück? Wer nicht im Ramadan auf seine Gebete und Verpflichtungen achtet, wann dann? Wer nicht im Ramadan von den Sünden und Verfehlungen ablässt, wann dann? Die Zeit vergeht, die Tage eilen dahin. Und von einem Augenblick zum nächsten wandert der Mensch von der Erdoberfläche in die Tiefe der Erde. Die Spinde hatten im Leben des Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, große Bedeutung. Al-Bukhari und Muslim überlieferten in ihrer Hadith-Sammlung, dass Ibn Abbas berichtete, der Prophet war der großzügigste Mensch im Guten. Und am großzügigsten war er im Ramadan. Wenn er mit Gabriel, Frieden sei auf ihm, zusammenkam, Gabriel, Frieden sei auf ihm, kam zum Propheten in jeder Nacht des Ramadan, bis dieser starb. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, legte ihm den Koran dar. Immer wenn er mit Gabriel, Frieden sei auf ihm, zusammenkam, war er großzügiger als der wehende Bell. Und der Prophet wurde gefragt, welche Spende die beste sei, worauf er sagte, die Spende im Monat Ramadan. Das wahre Fasten ist nicht das Ablassen von Speise und Trank. Es ist eine Schule, in der die Seelen dafür geschult werden, sich vom Erlaubten fernzuhalten, damit sie sich daran gewöhnen. So fällt es leichter, sich von den schlechten Dingen und den Sünden fernzuhalten. In einer Überlieferung steht, das Fasten betrifft nicht nur Speise und Trank, sondern das Fasten betrifft vielmehr Tüchtes und Reden über andere. Dass er näher kommen soll, aufrichtig näher kommt zum Herrn der Schöpfung. Und zwar mit allem,
was dem Diener Erfolg im Dies und Jenseits bringt. Dies ist zweifellos der Wunsch jedes Anbetenden und jedes Gläubigen. Warum soll sich der Anbetendienende auf den Beginn dieses Monats nicht freuen, während ihm eine göttliche Gabe zuteil wurde, um sich vor dem hohlen Feuer zu retten und die Zufriedenheit Allahs, des Herrn der Welten, zu erlangen? Möge Allah uns zu denen machen, die den Ramadan über im Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Belohnung fasten und beten. Möge er uns in diesem edlen Monat aus dem Feuer befreien.